So, heute werden wir ihn anschauen, den 18 Volt, also eventuell 54 Volt Flex Volt, das ist 9 Ampere und das ist eine 18 Volt 5 Ampere und das ist ein 18 Volt 2 Ampere. Was von diesen Akkus wissen muss, das ist die neue 54 Volt, das sieht so ganz aus, das ist die Artikelnummer DCB547. Das ist 9 Ampere, das geht mit eventuell mit alle 54 Volt und 18 Volt Geräte. Also, da man sieht schon, da ist zwei Streifen, das ist kompatibel mit 54 Volt und 18 Volt. Also, das ist kompatibel mit 18 Volt, nur das ist 5 Ampere, das ist die Artikelnummer DCB184. Ich hoffe, dass man sehen kann. Und das ist die 2 Ampere. Das ist die DCB183. So, was wir anschauen wollen heute, sich zum Beispiel, da ist ein Gerät, das ist die DEWALT DCD996. Das ist die 18 Volt, 5 Ampere kompatibel. Da kann man ganz gut arbeiten. Aber was ich zeigen möchte für euch, das ist die große Flex Volt. Eventuell, das ist auch kompatibel, ja, schon ganz schweres Ding. Aber mit 9 Ampere, ich glaube schon, da kann man schon eventuell ganz stark und ganz lang arbeiten. Also, ja, hat schon ein schönes Gewicht. Also, das ist ganz Strapppapier. So, ich werde auch noch mehrere Geräte zeigen. Zum Beispiel. DCD791. Natürlich voll kompatibel mit 18 Volt 5 Ampere, aber das ist auch kompatibel. Also alle 18 Volt Geräte kann man eventuell verwenden mit dem Flex Volt. Also das ist die 54 Volt 9 Ampere kompatibel. Ich zeige noch alle Akkus für euch. Das ist die neue Flex Volt. Also eventuell ganz, ganz dick. Das hat schon ein schönes Gewicht. Das ist ein massive Plastikgehäuse. Da sieht man schon, da gibt es auch Schrauben drin. Und da kann man auch testen. Also, dass es vorgeladen ist, das ist der 18 Volt. Umgerechnet 54 Volt. 9 Ampere. Und so, das ist schon kompatibel. Und das ist wichtig, das muss man so transportieren. Das muss man drücken, das runterziehen. Das geht ganz leicht. Super. Das ist der 5 Ampere, 18 Volt. Das hat auch ein Schaufenster, also dass man den eventuell den Lademaß anschauen kann. Das ist schon leichter. Dann gibt es 18 Volt 2 Ampere. Das ist schon ganz leicht. Also, das hat auch eine Anzeige für Ladigkeit. Das wollte ich heute zeigen. Eventuell, also den 54 Volt kann man mit 18 Volt Geräte benutzen. Aber die 18 Volt Akkus kann man nicht für 54 Volt Geräte benutzen. Also das kann mit 18, aber 18 kann man den großen Geräten nicht benutzen. Aber da sieht man schon den ganzen Unterschied. Also das ist 9 Ampere, 5 Ampere und 2 Ampere.
Das ist der Unterschied. Wenn ihr Fragen habt, vergesst nicht schreiben, kommentieren, liken und vergesst nicht abonnieren an meinen Channel. Bis dann, tschüss.